So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxmaster 2 mit dem Nateria. Wir haben gerade Durchgänge abgeschlossen, die Bogenschützen freigeschaltet. Willst du die jetzt eigentlich nehmen, die Bogenschützenwächter? Ja, ich nehme sie gleich mit rein, aber naja, die zu platzieren ist immer ein bisschen nervig, weil sie, wenn sie nicht auf einem erhöhten Punkt sind und eben ohne, also nicht zu Fuß erreichbar sind, nur dann wirklich nützlich sind, wenn ja. Die da kommen können. Ja, aber da gibt es eigentlich genügend Orte, wo du die platzieren kannst. Ja, also ich nehme sie mit, aber ich guck da mal, wie teuer die sind und wo ich die platzieren kann. Gut, fahren wir fort. Aber bis jetzt finde ich immer noch die Eis- und die Säurefalle am besten. Ja. Ich finde diesen Verdrescher geil. Jetzt ergibt das alles einen Sinn! Der Alte hat das geplant! Zuerst hat er... Ah, guck mal hier, hier kannst du an den Seiten Bogen schützen. Also, es gibt hier nur einen Weg. Und du hast dich nicht um mich gekümmert. Ach, machst du rechts und links zu? Kann ich gleich machen? Ja. Brauchst du gar nicht. Sie schon. Nee, ne? Ich hätte genau. Nö, also ich denke mal nicht. Ja, ja, höchstens Knollenjäger machen das. Nö, also ich kann hier sowieso so gut wie keine Säure setzen, deshalb setze ich hier Bogenschützen und Eis. Ja, mach das. Ich setze die erstmal so ein bisschen großzügiger auseinander. Und erstmal nur drei rechts. Und dann gibt's gleich links welche und so weiter und so weiter. Ja. Und danach mache ich erstmal eine Reihe Eis, wenn ich insgesamt sechs von den Viechern habe. Ja. Aber doch, hier kann ich zwei Säurefallen setzen. Also vier insgesamt. Ja. Ich kann Bodenfallen, soll ich erstmal die Seiten dicht machen? Was meinst? Kostet der nur. Hüfthohe, wurmstichige Barrikade hält sich ja, auf jeden Fall auf. Ja, fertig. Auf jeden Fall setzt mal ein paar Bodenfallen rein. Ja, ich habe kein Geld mehr. Kämpfen wir vorne und ziehen uns immer jetzt langsam. Gibt's was ja, ich meine, die können eh nur hier durch, aber ich glaube, es kommen auch Fluggegner. Ja, glaube ich auch. Ja, die Schrotflinte ist doch ein bisschen stärker noch, weil ich... Gegner, also, Luftgegner. Genau. Also wenn Flugviecher kommen, mache ich die sonst. Ja, ich habe meine Armbrust mit dabei und die Bogenschützen hauen auch drauf, also... Ach, das sind ja Flugviecher. Ja. Noch gesehen. Sie sind in der Nordhalle. Ach, schiebt ab hier. Warm. Jetzt den Barrikaden setzen, oder was ist das? Nee, ich hab eben gescrollt und deswegen. Hallo? Ach, einer lebt da noch. Hallo? Geht doch. Der wollte einfach nicht sterben. So. Da habe ich erstmal ein paar platziert. Ich werde dann jetzt gibt's das als nächstes hier direkt hinterm Eingang praktisch platzieren. Sehr schön, sie kommen nicht mal raus. Ja. Ui. Fluggegner. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Mehr Fluggegner. Die kann ich sonst auch übernehmen. Kümmer du dich sonst um die am Boden. Ja, dann werfen die. Und falls du Hilfe brauchst, auch falls es zu viele sind, sag Bescheid. Aber die Fluggegner töten die unten, wenn sie draufknallen. Explodieren nämlich. Ah, nice. Und ich übernehme mal die Russen. Einfach so, weil ich es kann. Ups, jetzt bin ich betäubt. Ah, das sind so ganz große gewesen, ne? Sehr schön. So. Achso, hier kann ich erst. Ach, hier habe ich kein Geld für. So, das ist meine Show. Da vorne noch zweimal Säure in die Mittelgänge. Und dann kommt jetzt mal auf der anderen Seite drei Bogen. Dann kommt eine Reihe Eis hier unten in die Mitte und dann noch weiter. Sehr schön. Das wird mir das gedacht. Sehr, sehr gut. Fluggegner, yay. Haben ja nicht lange gehalten. Nee. Kommen wieder neue. Die schaffe ich sonst. Kümmer du dich um die am Boden. Sonst mach du mal die dicken. Die kleinen kann ich nämlich mit einer so einer Welle killen. Ja, ich kann auch die kleinen mit einem Angriff killen. Die großen nur mit einem Headshot. So. Oh. Troll. Übernommen.
Nice, ich gebe ihm trotzdem. Ja, hau drauf, was geht. Das war unglaublich. Es gibt mehr Türen. Ach fuck, es gibt auf der Rückseite auch noch was. Die habe ich überhaupt nicht gesehen, wie ich gut, auch nicht. Ich das Geld habe. Ja. Wie gut, dass es jetzt noch nicht losgeht. Ja. So, hier habe ich dicht gemacht. Das heißt, sie gehen. Erstmal Säure direkt vor die Tür. Ja. Scheiße, ey. Alter, und ich dachte, das wird ganz easy. Ja, dachte ich auch. Ich habe das denn gar nicht bemerkt. Pass auf, wir machen das dann später so. Ich habe da hinten Barrikaden platziert. Und ich weiß nicht, ob Pioniere kommen oder nicht. So oder so müssen sie erstmal hier lang. Das heißt, einer wird dann einfach hier sein und einer auf der anderen Seite. Aber ich denke, erstmal kommen sie sowieso nur hier oben raus. Ja, die sind sowieso nur da oben, aber danach. Deswegen. Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. Wow. Bis jetzt kommt da nichts durch. Nee. Bam, bam, bam. Nein! Voll daneben. Ich hau hier gleich erstmal ordentlich Säure rein. So macht man das. Nice. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Vorbei. Eins. Und dann kommen sie wahrscheinlich von allen. Ja. So wird's sein. So. Bam, wie wir sie alle umnieten hier. Hier kommt so ein Dicker. Stört mir. Nice. Es regnet. Bei dir? Nee. Hier im Spiel, gerade wegen der Wolke. So, dann geh du mal zurück, ich bleib hier. Ja. Ich setze hier die eine Seite voll mit Säure zu und deck dann beide. Zeit, was totzuschlagen! Ja. Sonst, versuche ich das einfach so zu machen. Ich werde hier ganz viele Fallen platzieren, dass sie hier praktisch gar nicht durchkommen können, weil das ist ein gerader Weg, da müssen sie überall rüber. Mache ich ganz viele Bodenfallen und so werden sie ordentlich, ja, gefistet. Hui. Das dürfte ein neuer und dann können wir uns mehr hier rum kümmern. Bam. Bam. Na, kommen wir da nicht durch, sind wir ein bisschen doof. Können wir über keine hohen Zäune springen? Ja. Hat. Ganz genau. So, jetzt werden sie aus allen dreien rauskommen. Ja, ich mach hier jetzt zu. Also hier dieser Durchgang ist fast komplett zu mit Säure, bis sie da durchkommen, das dauert. Ja, okay. Dann setze ich hier noch eine Reihe Eis. Und dann ist dieser Durchgang auch größtenteils dicht. Und dann müssen sie nur auf der anderen Seite irgendwie. Ja. Ja, da hast du ja sonst noch Bogenschützen. Mhm. Ne, schick mir mehr. Ich kümmere mich um die hier eben. Oh, Knollenjäger. Ich komm zu dir, bis bei mir was rauskommt. Süß. Also ich schieß von hinten. Ja. Ich gehe nach vorne. Das Ding ist so geil. Willkommen in Trefferserienhaus. Oh, ja. Ach so, verdammt. Läuft dir deine Kills? Ja.
Ach, Flugviecher. Und bei mir kommt es jetzt nicht. Ja. Vielleicht ist es auch so aufgeteilt, dass sie wahrscheinlich nur in der letzten Welle wirklich von allen Seiten kommen. Ja, kann es auch haben. Entweder nur die beiden Oh, da ist ein Flugvieh. Bam. Das hab ich überhaupt nicht gemerkt. Die ganze Zeit jetzt kommen sie von hinten. Ich geh nach hinten, mach du da eben weiter. Jo. Ich denk mal, die sind nicht gleich fertig. Dann kann ich gleich. Ja, man muss das ja auch alleine schaffen können. Ja, eigentlich schon. Aber alleine hast du dann ja auch viel mehr Kohle. Ja. Du hast ja die doppelte Kohle. Das stimmt. Doppelte Platzanzahl. Ja, hier durch den Durchgang kommt erstmal gar nichts durch. Da ist so viel Säure. Ja. Sehr nice. Alter, kann der nicht mal stehen bleiben, der muss der so mit dem Kopf wackeln. Oh, voll daneben. Platsch. Na, haben wir uns abgemault. Trottel. So. Ich mach weiter vorne dicht. Ja, ich mach diesen Durchgang nochmal zu. Dann kommt hier noch eine zweite Reihe Eisen. Das ist ja fertig, dann mach ich den anderen fertig. Ja. Und ich schieße wieder bei dir hinten. Ich treffe immer dich. Naja, ich glaube hier vorne ja auch hin und her. Schon wieder. Knolljäger, oh, abgemault. Zack, betäubt. Oh, verdammt. Flugviecher kommen, glaube ich. So, hab ich schon ordentlich weggemessen. So. Länge, oh, der hat ja nicht lange durchgehalten. Bam. Da, jetzt kommen die hinten. Oh. Immer schön aus meinem Killergang, wo nichts durchkommt. Sieh mal, ob das passt. So. Ja, kommt ihr nur. Sie kommen auch von hinten, ne? Ich kümmere mich dann um deinen Rücken praktisch. Also ich halte dir den Rücken frei. Die durch den Gang kommt irgendwie eh nicht durch. Hinter dir, der Gang. Ja. Bam, Double. Oh, geil, Schädel. Nice. Ich kann ewig so weitermachen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So. Legen wir los. Ach, die grünen Punkte sind Lebenselixiere. Ja. Ganz ehrlich, lass sie einfach mal laufen. Ich will mal sehen, wie weit sie kommen. Also nur so durch die Fallen. Ich meine, selbst wenn sie an all den Fallen vorbeikommen, können wir sie noch erledigen ohne Probleme. Aber ich glaube fast, dass sie das gar nicht schaffen. Nee, die überleben auch gar nicht. Beeindrucke ich mich selbst. Aber wenn sie nur durch die Fallen sterben, kriegen wir irgendwie weniger Punkte. Echt? Ja. Also wenn ich sie kill, krieg ich 7, 8, 9, 10. Und wenn kommt doch auf den Gegner an, ne? Naja, aber wenn sie durch die Falle sterben, sterben 3, 4, 5 Gegner und krieg einmal 10 Punkte. Sie sind in der Nordhalle! Die Knolljäger gehören mir. Nice. Dann erstmal den ganzen Weg zurück. Und der Troll gehört mir. Also wenn die richtig stark sind, dann sind immer das richtig gut. Kann es sein, dass die gleich von hinten kommen? Einfach Orks dazugeben und Pyrian.
Ich komme. Hinten ist nicht viel zu holen. Nee. Bam. Zack. Und ein paar neue Arschlöcher geschossen. Überlegen wir doch mal einen Moment, was ich beim nächsten Mal besser mache. Nice. Und wir haben eine Unterbrechung. Jetzt werden sie wahrscheinlich fast gleichzeitig kommen. Ja. So, aber jetzt habe ich beide Gänge voller Säure. Ah. Also hier hinten kommt die irgendwie nicht durch. Und wenn ich kann locker beide Gänge verteidigen, würde ich behaupten. Ja gut, also vorne dürfte es auch für die langsam schwer werden. Gleich wird's ernst. Dann los, das einzige Problem sind Flugviecher. Ich komme erstmal zu dir, bis hinten was kommt. Ja, ja. Ach ja, lass sie laufen. Goldmünzen. Super Mario. Gibt das eigentlich uns beiden Geld dazu? Badeschuhe an, sonst passiert noch ein auch die Schädel kriegen wir beide. Echt? Also ich krieg 6 Bonusschädel, du 7, sondern wir kriegen beide alle Bonusschädel. Nice. Na los, komm, mehr Geld. Zack. Noch eine Falle. Oh, oben. Bam, bam. Alter Schwede, voll der Multikill. Bei dir eben? Nee, ja, du eben. Den hast du eben gemacht. Hast die Punkte überhaupt gekriegt? Ja. Das ist nice. Das ist so schön, so Ogre, Trolle und diese Erdfürsten und sowas, die kann man schön da durchlenken. Durch die Fallen, also dass sie noch einmal durchlaufen, weil sie einem folgen. Ah, okay. Jetzt habe ich sie betäubt. Ich habe mich schon gewundert, warum sie auf einmal stehen bleiben. Meine schönen kleinen Haustierchen. Oh. Nicht betäuben. Okay. Miteinander. Das war's. Den Gang hier würde ich wahrscheinlich noch allein schaffen. Ah. So, noch mal ein bisschen Kohle. Ich mach den Gang da vorne fertig. Ne? Zeit für ein Gemetzel. Also, soweit wie es geht. Wenn ich hier noch die letzten drei oder vier Eisfallen gesetzt habe, dann setze ich hier auch noch mal 3 Bogenschütze vorne. Dann dürfte ich eigentlich gar nicht bewegen. Ja, ich meine, guck dir das ja, jetzt schon hier mal an. Das einzige Problem sind, wenn so Flugviecher kommen. So wie jetzt. Oh, guck dir mal den Troll an. Das ist mal eine Menge. Schleicht er da lang. Jetzt kommt. Nice. Kommen Sie hinten? Alles klar. Bereit, zielen, Feuer! Ich bin unterwegs. Alter, wieder nur Skelette einfach runterfallen. Ein paar kommen immer durch, so 2 oder 3, weil dann alle Fallen ausgelöst wurden, aber viele sind es nie. Ja. Oh oh. Nein. Böses Spiel. Bam, 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 bam. Oh, verkackt. Also durchgekommen ist keiner bis jetzt. Nee. Oh, ich werde alle hier. Job. Der
Ja, kann ich verstehen. Okay. Kommt schon! Letzte Welle. Da kommt wahrscheinlich früher auf den hinteren. Oh ja. Also kennt ihr mich noch, ihr Süßen? Ja. Also, wie viele waren das? Na, 10 Jungs. Ich mach oben. Achso. Ja, ja. Ich mach mit. Du willst mir nur meine Multikills klauen. Oh ja. Ich glaube, als Nahkampfwaffe werde ich mir den Zwergenhammer holen, ja. Oh, sie kommen hinten schon. Machst du vorne fertig? Ich kümmere mich eben um hier hinten in der Zwischenzeit. Sollte machbar sein. Willkommen in Trefferserienhaus. Einwohner, dieser oh Mann. Ich komm jetzt. Ja, ja. Die, deine Fallen erledigen das meiste hier. Ich hab hier vorne jetzt beim Ausgang nochmal ordentlich was draufgelegt und fallen. Damit, ja. Falls mal einer durch den Lappen geht. Ah. Voll verarscht. Kann die Mütze nicht rein. Bam! Mit Blitzen erledigt. Geilo. Torino oh, immer wieder perfekt. Wir haben wieder null Schaden gekriegt. Er stellt automatisch ja. Krawum besser. Ja, die Krawumfässer kannst du drauf schießen, dann explodieren die. Ich fand die nicht so. Oh, ich glaube. Oh, die Bogenschütze kann sie billiger machen. Sofort, billiger, billiger. Ich habe 100 Schädel ausgegeben. Dafür habe ich gerade einen Erfolg gekriegt. Pfeile setzen Gegner manchmal in Brand. Bogenschützen regenerieren Trefferpunkte. Nein, ich nehme die Brandpfeile. Ja. So, ich muss mal kurz gucken. Ich bin fertig, ganz das Zwergenhammer kostet 13. Das kostet 15. Alter Schwede. Das kostet 6. Ich glaube, ich behalte die Schädel einfach nochmal und mache ansonsten gar nichts. Ja, das war Korridore. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.